Grüezi miteinander und hallo zusammen. Ich begrüße euch endlich wieder zu der billigsten Fußballinformationssendung der Schweiz, so Tackling. Und Michi, was haben wir heute für interessante Themen für euch? Ja, Raffi, was haben wir wohl? Wir schauen zurück auf die Niederlage gegen FC Basel. Und der Fabio Giulestini wird zum Thema. Ja, Raffi, wieder mal bitteren Abend. Aber haben wir es gesagt oder haben wir es gesagt? Ja, Michi, das Spiel ist aus meiner Sicht aus zwei Gründen gefährlich. Aber es ist wirklich nur aus meiner Sicht. Erstens, ich weiss nicht, ob ich so nach so einem Spiel soll hässig sein. Und was noch schlimmer ist, Michi, ich weiss eigentlich nicht, ob es mir gleichgültig sein soll. So, wie du das vorher angesprochen hast, haben wir irgendwo durch, Michi, die Niederlage erwartet. Und ob das jetzt nur wegen dem neuen Trainer Patrick Kramer von Basel der Fall ist, wage ich zu bezweifeln, weil ich habe das Gefühl auch schon im Bauch gehabt, auch wenn der Ciriaco Sforza noch an der Seitenlinie gestanden ist. Hat doch Basel wirklich in der Rückrunde nur ein einziges Sieg eingefahren gegen Luzern? Muss man klar sagen, dass es irgendwo eben genau aus dem Grund zu erwarten war. Jedes andere Super League-Team, Michi, hat es geschafft, Basel irgendwo durch die Parole bieten. Nur der FC schafft das irgendwie nicht. Ich erinnere an Vaduz, wo im Stand von 1-2 eigentlich hätte können den Punkt retten, was gut gewesen wäre für sie, aber sie haben den Sieg gesucht, verdient 2-1 gewonnen im Jockeli. Luzern nach dem 3-3 hat fast eher ein bisschen den Punkt gesucht und ist dann knallhart bestraft worden. Das sind einfach irgendwie Fakten, die mich irgendwo durch eben dann doch zur Weissglut bringen. Jetzt prätschen natürlich alle ein bisschen auf die Abwehr ein. Ja, heute, oder jetzt gegen das Spiel in Basel, ist die Abwehr sackschwach gewesen. Aber von den 49 Goals, die die Mannschaft kassiert hat, weil jeder, der die anderen Spiele schon angeschaut hat, muss irgendwann mal auf den Punkt kommen, um zu sagen, 40% von den 49 Goals sind einfach dumme Fehler, die vorne passieren. Also auch im Mittelfeld, Ballverlust. Ich erinnere zum Beispiel den gefährlichen Freistoß gegen IB. Ja, wo nachher in der eigenen Hälfte von IB, wo er nach 5 Sekunden im Strafraum vom FCL gelandet ist und der Hazard eine Penalty verursacht hat, dummerweise. Ja, jetzt zu dem Spiel nein, ist eben, was mich auch hässig macht, nicht nur gleichgültig ist, aber das macht mich dann wirklich hässig, ist, dass man sich jetzt wahrscheinlich irgendwo das Alibi zur Brust nimmt und sagt, hey, wir haben die Moral getankt, sind vom 1-3 auf das 3-3 zurückgekommen. Ich finde, nein, dahinter darf man sich jetzt einfach mal nicht verstecken. Man muss klar sagen, wer innerhalb von 8 Minuten, glaube ich, hätte 3 dumme Gegengole bekommt und am Schluss noch das vierte in den 93 Minuten, dann muss man irgendwo durch fast von einer verdienten Niederlage schwätzen. Ja, abschließend möchte ich noch kurz dazu sagen, viele sagen ja eben wegen dieser schlechten Abwehr. Was ich aber immer ein bisschen gewarnt habe, und das ist irgendwie überall untergegangen, ich sehe das Problem eben auch ein bisschen weit im Sturm. Und da können wir vielleicht nachher noch dazu zu reden, über den Trainer. Aber ich habe immer gesagt, wenn der Sorgic ausfällt, da ist eigentlich niemand grossartig da, der wirklich Goal schießt vorne. Klar, wir haben jetzt schon ein paar Leute, die Goal geschossen haben, aber der richtige Mittelstürmer fehlt in der Startaufstellung, finde ich. Ja, das ist jetzt mal kurz so mein Fazit. Michi, jetzt würde ich gerne deine Stimme dazugehören. Ja, Raffi, danke. Also, ich muss da ein paar Punkte auch jetzt gerade von dir ein bisschen aufnehmen. Das ganze Abwehrverhalten, eben, wo du angesprochen hast, eben das Abwehrverhalten fort, wie du sagst, im Mittelfeld an. Das ist auch heute so ein bisschen wieder ein Element gewesen, wo ganz klar zu diesem Gegengol geführt hat. Und auch ein wichtiger Punkt ist eben, du hast eine Moral angesprochen, wo man vielleicht so als Schutzschild oder ja, Schutzbehauptung irgendwie jetzt aufstellt. Ja, klar hat man Moral bewiesen, aber was bringt einem die verdammte Moral, wenn man am Schluss gleich wieder ohne Punkte da schon. Also, mit Moral allein ja, gewinnt man kein Spiel. Genau gleich, wie man so hat, wie es jetzt klingen mag, aber mit schönen Spielen alleine auch eigentlich absteigen kann. Also, ja, und schön spielen wäre das eine, nur ich glaube eben, schön spielen müssen wir dann 90 Minuten. Und ich sehe es auch sehr gefährlich beim FCL im Moment, man kann das nie über 90 Minuten durchziehen. Es
sind sensationelle 10 Startminuten oder 15 Startminuten bis zum 1-1. Und nachher fällt das Kartenhaus in sich zusammen. Die Mannschaft ist ja so instabil. Und ja, dann lässt man sich 30 Minuten vom FC Basel eigentlich quasi vorführen, kommt zur Pause nachher wieder zu, also zur Kabine aus und schlussendlich holt man eben auf, um sich dann am Schluss in den letzten Nachspielminuten dann wieder hinten niederhängen lassen und dann das entscheidende Goal zu kassieren, zum Verlieren. Und eben, es ist wieder mal der FC Basel. Wir sind und bleiben einfach der Aufbaugegner vom FC Basel. Da können wir anscheinend machen, was wir wollen. Also, jetzt haben sie noch einen neuen Trainer. Wir haben auch unter dem Sforza nicht gegen Basel können gewinnen. Ich meine, der FC Basel im Moment auch mit dem neuen Trainer ist noch nicht die feste Größe oder noch nicht wieder die feste Größe. Ich kann mir vorstellen, dass der Rahmen das reinbringt. Aber der FCL hat jetzt einfach die Chance auch müssen nutzen. Und da kritisiere ich jetzt auch mal das erste Mal Fabio Celestini, dass er mit einem Experiment wieder kommt, mit der Startaufstellung, Dreierabwehr, wo schon mal in einem früheren Match in die Hose gegangen ist. Ja, in so einem eminent wichtigen Match muss man doch in der bestmöglichen Formation spielen, mit den grössten Erfolgsaussichten. Klar, ist wahrscheinlich aus Celestini seiner Sicht gesehen, aber die Vergangenheit hat ja anders gezeigt. Ein Punkt noch, wo ich glaube noch gar niemand angesprochen hat, Raffi, den Match. Der Match hätte 4-4 enden müssen. Und zwar, ich weiss nicht, wem es aufgefallen ist, aber schaut euch noch einmal die Wiederholung an vom verschossenen Penalty von Paschi Schürpf. Und da sieht man ganz klar, der Heinz Lindner verlässt die Linie vor der Schussabgabe von Paschi Schürpf. Ergo, VAR hätte sich einschalten müssen, es hätte eine Wiederholung geben müssen. Klar, ob es der Schürpf die Wiederholung reingetan hat oder nicht, sei dahingestellt. Aber der Penalty musste wiederholt werden. Irgendwo durch, ja, passt ein bisschen zum Geschenk nach oben, sage ich jetzt einmal. Das, ja, Raffi, von mir her noch zu diesem Match. Jawohl, der Fabio Celestini wird zum Thema. Und da muss man ganz klar sagen, und das ist, glaube ich, irgendwo durch völlig normal, wenn sich die Auftritte wiederholen, amix vom FC, was sie jetzt durch die Saison gemacht hat, und der Tabellenplatz widerspiegelt das ja auch, dann wird automatisch, und ich denke, in jeder Mannschaft irgendwo durch den Trainer hinterfragt. Und ich finde, das ist legitim. Meine persönliche Meinung ist zwar ganz ehrlich, wir haben seit dem Sioane das erste Mal wieder einen Trainer, der effektiv einen Plan hat. Nur eben, vielleicht scheitert es ein bisschen in der Umsetzung, ich weiß nicht. Ich sehe seine Handschrift. Und ich kann mir schon noch vorstellen, dass er der richtige Trainer ist für den FCL, ganz klar. Auch wenn das vielleicht viele jetzt anders sehen. Aber wie gesagt, Michi, ja, es sind Sachen, die einfach auffällig sind, wo man, ich finde, wirklich auch als Fan darf hinterfragen. Eben, wie du das schon angesprochen hast, warum muss man jetzt mit einem Experiment Dreier abwehren, in das Spiel gegen Basel hineingehen, wo ja gegen St. Gallen in der Zeit nicht funktioniert hat, wo man relativ schnell zwei noch hinten drin war, und dann, wo man das System umgestellt hat, ist man dann plötzlich besser gewesen und hat das Spiel dann noch verdient gewonnen. Aber es ist nicht nur das, Michi, es sind zum Beispiel auch gewisse Fragezeichen, die man muss setzen in der Aufstellung. Meine, warum spielt denn irgendwie nie der Sorgic-Ersatz Alunga von Anfang an? Ich meine, klar, der Trainer weiß sicher am besten, wenn er sie auch trainiert, wer wie wo am besten aufgestellt wird. Aber es sind dann Entscheid, einen quirligen Diaye rauszunehmen, anstatt, tut mir leid, einen Paschi Schürpf über 90 Minuten drin zu lassen. Und das kotzt mich dann einfach an, wirklich, wenn man nach 75 Minuten erste, zweite oder dritte Einwechslung macht. Ja, grundsätzlich das Fazit, und das haben wir schon von Anfang an mal gesagt, der Fabio Celestini hat überall, wo er angefangen hat, das erste Erfolg gehabt, Lausanne und Lugano. Und danach dann ist das ziemlich schnell bergab gegangen. Jetzt hat er das Gefühl, dass er bei einem Club ist, wo aber auch wirklich schöne Ruhe herrscht, eben mit der neuen Führungsetage. Und ich finde es absolut noch legitim, dass er auch weiterhin in Ruhe arbeiten darf. Ich möchte zu dem Spiel jetzt, weil es ja gerade Basel war, dann sage ich, ja eben, Basel, Michi, hat gleich schon immer noch Qualität gehabt. Also es ist nicht einfach so ein Gegner, wo man schnell an die Wand spielt, obwohl sie es ja phasenweise gemacht haben. Für mich sind aber jetzt wirklich die nächsten vier Spiele
entscheidend, dass man dort ein Punkte, nicht ein Punkte Maximum, aber sicher, sage ich jetzt mal, 7 bis 10 Punkte muss holen. Und das ist wirklich, das sind Gegner auf Augenhöhe vom FCL und das wird ganz klar ziemlich sicher über die Zukunft von Fabio Celestini entscheiden. Denke ich mir. Wie siehst du das? Ja, wie sagt Christian Constantin so schön, am Schluss entscheidet der Automat. So einfach ist das eigentlich im Fußball. Und im FCL ist es halt effektiv so, ich habe es ja vorher schon angesprochen, ich meine, wir sind jetzt, ja, hinten wirklich eigentlich wieder voll im Abstiegskampf. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte das vor ein paar Wochen auch noch nicht mehr gedacht. Ich habe gedacht, da geht jetzt wirklich bergauf. Aber es ist die fehlende Konstanz. Da ist wirklich, beim FCL weisst du einfach nie, an was das bist. Und eben die fehlende Konstanz von Spiel zu Spiel, aber auch die fehlende Konstanz innerhalb dieser 90 Minuten. Ich habe es vorher schon angesprochen. Es kann einfach nicht sein, dass man ja, mal eine gute erste Halbzeit oder eine schlechte erste Halbzeit und wieder eine gute zweite Halbzeit. Jetzt eben gegen Basel sogar einfach teilweise 30 Minuten unterirdisch, lässt sich vorführen vom FC Basel, auch wenn sie Qualität haben, wie du sagst, Raffi. Ja, einmal einfach ein Level halten über 90 Minuten, das wäre einfach schon mal etwas Schönes beim FCL. Und, Wobei, Michi, ich muss ganz klar sagen, ich finde, das Team vom FCL, das Kader, das hat absolut Qualität, um weiter vorne mitspielen. Das andere Problem, man hat momentan kein Argument, um Spieler wie einen Schaub oder Wehrmann zu haben. Oder schlussendlich ein Müller, der sich dann auch überlegt, tue ich mir das noch weiter an. Und das ist dann eben eigentlich der Aufgabe vom Trainer, oder? Absolut, absolut. Und ja, Argument, ich meine, der schöne Fußball, ja, hat man als Argument. Nur eben, auch mit schönem Fußball kann man absteigen. Also wenn man nur schönen Fußball spielt, ohne zu gewinnen, dann bringt das einem auch nichts. Holt dann auch schlussendlich kein Zuschauer ins Stadion, so wie man sich eigentlich wünscht. Absolut, das kann ich so unterstreichen, Michi. Ja, das wäre es jetzt wieder gewesen, vielleicht wieder mal länger als normal. Aber Michi, wir haben von jemandem etwas gehört. Ja, und zwar hat uns eine Nachricht erreicht vom Ciriakos Forza mit einem Tipp an FC Luzern, wie es jetzt weitergehen muss. Damit wünschen wir euch eine schöne Woche. Ciao zusammen. Ich glaube, es gibt nur eins. Miteinander aus dieser Krise rauskommen und miteinander werden wir das schaffen. Ja, die Idee habe ich ja vorhin gesagt, miteinander. Es geht nur miteinander. Wenn wir alle miteinander, das Ziel ist miteinander. Und miteinander. Und das packen wir nur miteinander an. Miteinander, 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 miteinander und miteinander.